So, liebe Leute. Letzte Folge sind wir ja im Wurm gelandet. Und jetzt versuchen wir uns wie Pinocchio aus dem Wurm, Schrägstrich Wal, wieder rauszuschießen. Ja, so machen wir das jetzt. Und herzlich willkommen zu Gears of War 2. Mann, Mann, Mann. Was für ein Akt. Aber ich habe komplett vergessen, dass man hier im Wurm landet, muss ich ehrlich gestehen. Okay, mir nach. Immer dicht bei mir bleiben. So, den warten wir ab. Los, hau runter. Das Ding. Eieiei. Nur eine schöne Knarre, die nehmen wir erstmal mit. Das Herz des Wurms könnte kilometerweit weg sein. Und wo sollen wir es dann überhaupt suchen? Schnauze, Bär. Haltet die Augen offen. Vielleicht hat Carmine auch überlebt. Oh. Stimmt, Carmine ist ja auch noch reingeflogen. Ob das hier das Herz ist? Keine Adern weit und breit. Nein, das ist was anderes. Ja, aber was? Da vorne ist irgendwas. Parasiten. Sarge? Carmine. Lecker. Tut weh, Sarge. Ich... Sagen Sie meinen Brüdern, meiner Mutter, sagen Sie ihnen, ich liebe sie und... Oh, oh. Was zum Teufel passiert jetzt? Cole, hör endlich auf, ihn zu reizen! Warum erzählst du mir, auf was ich hier drin schießen soll und worauf nicht? Sieh dir die Scheiße doch an! Oh, deshalb! Lauft! Oh ja. Attacke! Nach oben. Nach links. Scheiße, das nicht kann fressen! Weiter, 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 weiter. Ja, die mit den Stacheln hier, ey. Nicht nachdenken! Schlitz den Scheiß auf, Baby! Oh, 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 oh. Rechts. Aufballern. Schon ein bisschen eklig. Ja,
Ja, sind wir gleich am Ziel angekommen. Was darf's für euch sein? Kotelett? Steak? Meins bitte blutig! Knappe Geschichte. Na endlich. Los, weiter. Wenn das hier der Magen ist, müssen Herz und Lunge irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja, falls ich da aufbau. Los, los, los! Einmal durch. Zack. Ich hab nie Albträume, aber der Mist hier wird mich im Schlaf verfolgen. Das machen wir auch noch weg. Den hier oben auch. Die Munition könnte ich vertragen. Hm, und ich hab's gesagt. Säuber. Na, haben wir da gerade ein Herz gehört? Hier stinkt's nach Scheiße, Mann! Scheiße? Scheiße nach einer Bohnen-Hackfleisch-Diät! Vergesst den Gestank, hier ist es giftig! Es gibt keinen Weg zurück, also vorwärts! Da auch nicht. Da lang. Danke, Cole. Wir müssen hier verschwinden! Okay, Delta, wir müssen bald da sein. Erstmal durchgesägt. Sind wir nah am Herz, oder? Hoffentlich. Wartet mal. Wollen wir wirklich zum Herz? Ja, und das Ende dieses Höllentrips. Willkommen im Herz. Schneiden wir mal schön die Arterien durch. Lecker. Vorbei zum Glück. Jetzt können wir es hier endlich ausschneiden. Gut gemacht, Delta. Ein Wurm wen. Still, ich höre den Herzschlag noch. Scheißviecher. Hier auch nochmal runter. Na komm, spring. So, was haben wir denn hier? Oh, das zweite Herz. Was für ein Oktopus. Völlig egal. Wir zerschneiden alle. Der Puls wird schneller. Wir können das Viech erledigen. Hoffentlich ist das das letzte Herz.
Wir müssen zum Herz. Los, Leute. Noch die erste Nummer. Die zweite hinterher. Wir ersaufen im Blut, wenn wir uns nicht beeilen. So, alles geschafft. Erledigt. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich huste Blut, aber es ist nicht meins. Zentrale, Data hier. Wir, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber wir sind jetzt aus dem... Ach, holt uns einfach hier raus. Genau so wird es mir auch gehen. Ja, schön sauber gemacht. Lecker, lecker. Zentrale, ich wollte abgeholt werden. Ich habe nichts bestellt. Delta, Ihr Oberkommando. Sie haben neue Befehle, Phoenix. Operation Holostorm geht weiter. Aber wir hatten unzureichende Informationen über die Locust-Festung. Wir müssen das Zentrum der Höhle lokalisieren und ihren Anführer ausschalten. Vorsitzender Prescott hat soeben eine Geheimdienstakte freigegeben, die einen stillgelegten KOR-Außenposten in ihrer Nähe identifiziert. Man hat mir gesagt, dass wir eine Spur zur Festung der Locust und möglicherweise weitere Informationen über die Locust-Königin erhalten werden. Sie und Delta werden das so bald wie möglich überprüfen und ihre Erkenntnisse dem Oberkommando... Verzeihung, Sir, aber was zum Teufel? Gerade freigegeben. Und was meinen Sie mit Locust-Königin? Informationen werden nur bei Bedarf zugänglich gemacht, Sergeant. Lecker. Sie haben Ihre Mission. Führen Sie sie aus. Oberkommando Ende. Klingeln bei euch auch die Alarmglocken? Marcus, Mann, diese Scheiße klingt ungut. Sogar Hoffmann wusste nichts über diesen Ort. Als ob wir eine Wahl hätten. Diese Operation ist unsere letzte Chance. Bewegt euch. Wir haben immer eine Wahl. Oh, okay. Niemand glaubt an Geister. Oh, ich kann mich kaum dran erinnern, was hier los war. Bert, bleibt hier und bewacht den Centaur. Dom, du kommst mit mir. Warum denn das? Erwartest du einen Angriff auf die Geisterstadt? Heutzutage, Bert, da solltest du mit allem rechnen. Wir melden uns. Warum bauen Sie hier draußen eine Basis? Und was suchen wir überhaupt? Bin mir nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, wir werden es wissen, sobald wir es sehen. Aber wenn man hier Antworten findet, da oben ist etwas. Was war das? Vielleicht Kriecher, kann ich nicht sagen. Viele Freiräume und Dächer hier. Halt Ausschau nach Scharfschützen. Das sieht nicht nach Außenposten aus, eher nach Lagerhaus. Ich kann mich echt an das hier nicht mehr erinnern, nur ganz, ganz, ganz grau. Sie haben hier offenbar etwas versteckt. Ja,
Aber was? Das werden wir schon noch rausfinden. Es scheint hier auf alle Fälle werden wir es rausfinden. Riecht, als ob die Abwasserleitungen verstopft wären. Was für eine Sau. Zentrale, hier ist Delta. Hört ihr mich? Delta, Ihr Oberkommando. Haben Sie etwas zu berichten? Nein. Versuche, Zentrale zu erreichen. Zentrale ist offline, Delta. Sie erstatten direkt dem Oberkommando Bericht. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ende. Roger. Delta, Ende. Scheiße. Willkommen im Jameson-Depot. Eintritt nur mit ordnungsgemäßer Identifizierung. Das kann doch nicht wahr sein. Tut mir leid. Für den Eintritt ist ordnungsgemäße Identifizierung erforderlich. Guten Tag. Jack, öffne die Tür, aber schnell! Ja, drin durch. Jack. Wir müssen das Ding sprengen. Bert, kannst du eine Sprengladung fertig machen? Klar. Normal oder extra stark? Extra stark. Wir sehen uns hier um, bis du fertig bist. Roger, Boss. Bert, Ende. Sehen wir mal, ob es hier Strom gibt. Na, der guckt immerhin, wo... Ja, tut er. Aufpassen. Scheiß Viecher, was haben wir hier? Den Flammenwerfer, ne? Hier war das. Ob der noch funktioniert? Wenn du's willst, klar. Probier's aus. Erinnerst du dich, dass Karma das Feuer liebte? Er hätte das Ding gemocht. Versuchen wir erstmal Strom an. Und jetzt wieder zurück. Nein, Strom ist nicht das Problem. Die Sicherung ist es. Gehen wir zurück zum Centaur. Für die kleinen Viecher auf jeden Fall ausgezeichnet. Nee, von der Ecke braucht man nicht anzuficken. Fühlte mich wie Alan Ripple in Alien. So, jetzt mal das Ding hier an. Sicherheitstür, an der wir vorbeikommen müssen. Vorbeikommen? Du meinst, wir sprengen die Scheiße in die Luft? Genau. Alles bereit, Markus. Bring deinen Arsch rechtzeitig aus der Sprengzone. Und was auch immer du tust, lass es nicht fallen. Verstanden. Ich gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist. Das merken wir schon. Was habe ich früher gehasst mit Koop-Partnern, ne? Extra stark so schwer ist, hätte ich normal verlangt. Jack, versuch dein Bestes. So, jetzt bring es nach oben. Oh, guck mal, wie toll ich mir den Arm drehen kann. Bequem.
irgendwo. Die Tür ist versiegelt. Jack, dein Auftritt. Das finde ich schon mehr nervig als bequem. Sowas hasse ich immer. So, den haben wir. Jetzt nachladen. Achso, jetzt müssen wir weiter. Na super. Und geradeaus. Na, ja, kommen sie alle schon. Oh, das ist ja anstrengend. So, rein da. Hier mal rum. Da ist die Tür. So, gleich sind wir da. Willkommen zurück. Können Sie sich jetzt korrekt ausweisen? Ja, oh, kann ich. Ja. Das hier wird dich sicher überzeugen. Genehmigt. Danke. Treten Sie ein. Muss man Bert lassen, er leistet ganze Arbeit. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, war das für heute eine kurze Folge, weil wir waren jetzt im Wurm unterwegs, so haben uns aus dem Wurm rausgeschossen und wir sind jetzt in dieser mysteriösen Basis. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns am Freitag wieder. Macht's gut, haut rein, euer Vogelmann. Ciao.